Super, das geht hier alles automatisch mit hoch und runter. So ist es perfekt. Es wurde schon gesagt, dass mein Bericht nachzulesen ist und den will ich jetzt auch gar nicht wiederholen. Im Gegenteil möchte ich euch, liebe Genossinnen und Genossen, eine Geschichte erzählen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem jungen Mann. Dieser junge Mann hat lange Zeit in einem Heim gelebt, bis er davon hörte, Mensch, es gibt eine Möglichkeit, aus einem Heim rauszukommen. Er hat nämlich, nur mal so zur Erklärung, er ist Rollstuhlfahrer und ihm wurde eine angeblich geistige Behinderung diagnostiziert. Das ist für mich ein wirklich sehr schlimmes Wort. Da gibt es bessere, auch wenn es nichts besser macht. Dieser Mann hat davon gehört, er könnte ein persönliches Budget bekommen, also Leistungen vom Sozialamt, sodass er mit diesem Geld selbst bestimmen kann, wie er es schafft, sich Assistenten zu besorgen und dann ein selbstbestimmtes Leben zu führen, heißt, dass auch er in die Disco gehen kann und so lange dort bleiben kann, wie er es gerne möchte. Das hat er getan und er hat es auch geschafft. Er hat ein persönliches Budget bekommen, und also einen Geldbetrag, und hat in einer 24-Stunden-Assistenz sich dafür Leute besorgt, die ihm helfen, dass er wirklich machen kann, was er will, dass er praktisch sein Wunsch- und Wahlrecht ausleben kann. Genau, auf das Thema barrierefreien Wohnraum komme ich auch gleich. Dieser junge Mann hat es außerdem geschafft, aus der Werkstatt herauszukommen. Dort hat er nämlich auch für einen Hungerlohn gearbeitet. Inzwischen ist er ein freier Mitarbeiter in einem Verein und berät dort Menschen mit Behinderungen. Was will ich damit sagen? Dieser junge Mann, der kriegt plötzlich vom Sozialamt nicht mehr das entsprechende Geld, um seine Assistenten zu bezahlen. Man hat die Zahlungen einfach eingestellt. Es kam sogar so weit, dass gegen die Sozialbehörde eine Zwangsvollstreckung durchgeführt wurde. Trotzdem verwehrt man ihm weiter seine Leistungen. Was will ich jetzt damit sagen? Ich will damit mehrere Sachen sagen. Zum einen ist es einfach schwierig, in Deutschland eine barrierefreie Wohnung zu bekommen. Studien zufolge fehlen ungefähr 1,6 Millionen barrierefreie Wohnungen, Tendenz steigend. Und wir wissen alle, wenn wir unsere Gesellschaft angucken, dass Barrierefreiheit nicht nur für Menschen im Rollstuhl wichtig sind, sondern viele Menschen, wenn wir uns den demografischen Wandel angucken, wir werden zunehmend auf barrierefreien Wohnraum angewiesen sein. Und ich habe mir letztens sogar sagen lassen, dass begehbare Duschen, also wo es keinen Einstieg mehr in die Duschen gibt, dass die in sind und da ganz viele Leute, auch viele junge Leute, das einfach toll finden und so eine Wohnung haben möchten. Und man muss dabei auch sagen, wenn man von vornherein barrierefreien Wohnraum konzipiert, dann kostet das ungefähr nur 1% der Baukosten mehr. Man muss es nur anständig planen und dann auch durchführen. Also, ich will damit sagen, Barrierefreiheit ist gut für alle. Ich will aber gleichzeitig auf die Pflegesituation bei uns im Land noch einmal hinweisen und will einen besonderen Aspekt dabei berühren. Und zwar auch in der Hinsicht, dass wir uns gerne in diese Debatte, in unsere Kampagne Pflegenotstand einordnen, weil wir wirklich davon ausgehen, das muss drin sein, auch für Menschen wie diesen jungen Mann, von dem ich eben erzählt habe. Weil, wenn wir ein persönliches Budget bekommen und damit unsere Assistenz organisieren, gibt es ein Problem. Das ist nämlich ein begrenzter Geldbetrag. Wir haben seit dem 1. Januar 2018 einen Mindestlohn in der Pflege. Der ist etwas höher als der Pflege, als der Mindestlohn generell. Aber wenn ich nur ein persönliches Budget bekomme, dann kann ich die Menschen nicht nach dem Mindestlohn Pflege oft bezahlen. Das ist ein Problem, und was dazu führen kann, und das müssen wir einfach mal auf dem Schirm haben, das kann dazu führen, dass diese persönlichen Budgets vielleicht in Zukunft in Frage gestellt werden und Menschen mit einem hohen Assistenzbedarf nicht mehr in einer eigenen Wohnung leben können, wenn sie denn eine barrierefreie gefunden haben, sondern wirklich in Heime abgeschoben werden. Wir wissen alle, und ich glaube, die Entwicklung in der Gesellschaft ist im Moment sehr, sehr schwierig, dass Menschen mit Behinderung, Menschen, die irgendeinen Sonderbedarf haben, einen erhöhten Bedarf haben, als erhöhter Kostenfaktor dargestellt werden und damit diskriminiert werden und wirklich die Konkurrenz untereinander zwischen Flüchtlingen, zwischen Menschen mit Behinderungen und immer weiter geschürt wird. Was heißt das für unsere Partei? Ich denke mal, wir sollten als Partei versuchen, wirklich Barrierefreiheit zunächst erstmal in unserer Partei zu einem Markenzeichen zu entwickeln. Applaus
Ich glaube, wir tun gut daran, dass die Menschen wissen, die Menschen außerhalb der Partei, die sich gerne bei uns engagieren wollen, wenn sie zu uns kommen, finden sie barrierefreie Strukturen. Ich denke mal, das ist außerordentlich wichtig. Das wird nicht sofort in jedem Fall zu erreichen sein, aber wir müssen es Stück für Stück schaffen, umzusetzen. Auf den Bundesparteitagen wird schon ganz viel dafür gemacht. Wir gucken uns vorher die Tagungsorte an und so weiter. Jeder macht da seine eigenen Erfahrungen. Das finde ich ganz toll. Und ich weiß durch meine Reisen, dass das auch in den Landesverbänden so ist und dass eine große Offenheit diesem Problem gegenüber besteht. Aber trotzdem, denke ich mal, müssen wir noch einen Schritt vorankommen. Und deshalb ist mein Gedanke zum Beispiel, dass wir in allen Ländern, in allen Bundesländern, in allen Landesverbänden Inklusionsbeauftragte installieren und dieses Thema vorantreiben, weil wir wissen, wenn wir über Barrierefreiheit sprechen, geht es immer auch um Geld. Deshalb ist es zum Beispiel in der AG Teilhabe Bund so, dass Landesschatzmeisterinnen dabei sind und so weiter. Einfach auch Menschen, die wissen, wie es um unser Geld beschaffen ist. Gut, was wollte ich noch sagen? Genau, ich wollte noch ein ganz wichtiges Thema ansprechen, was mir unheimlich am Herzen liegt und weil ich auch gerade von den Landesinklusionsbeauftragten gesprochen habe. Ich denke mal, wichtig ist, und das meine ich nicht nur für Menschen mit Behinderungen, das Selbstvertretungsrecht. Einmal für Menschen mit Behinderungen, aber ich habe ja so einen Inklusionsgedanken, der weit über die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen hinausgeht. Ich denke mal, wenn man wenig Geld im Portemonnaie hat, wenn man einen Migrationshintergrund, einen Fluchthintergrund hat und. Es gibt so viele Gründe, von Teilhabe ausgeschlossen zu sein. Und ich glaube, auch unsere Partei sollte zusätzlich zu der Sache, dass wir sagen, Barrierefreiheit, das ist unser Ding, sollten wir auch sagen, Selbstvertretung von Menschen mit Behinderungen ist unser Ding. Selbstvertretung von Menschen mit Behinderungen und allen anderen Menschen, die von Teilhabe ausgeschlossen sind. Das heißt für mich auch, dass es möglich sein muss, Menschen an bestimmte, dass wir für Themen stehen und nicht für Menschen, dass wir für Themen stehen und sagen, das wollen wir wollen dieses Thema besetzen und ich glaube, das sage ich jetzt noch mal kurz zum Selbstvertretungsrecht, warum mir das so wichtig ist. Und es wird ja immer oft gesagt, ja, das machen wir schon mit, das Thema. Ich glaube, das ist aber ein anderes Ding. Wir brauchen immer bestimmte Diskriminierungserfahrungen für ein Thema. Ob ich eine Behinderung habe, ob ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn ich aufgrund meiner Behinderung auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert werde, wenn ich keine Arbeit kriege, weil man mir das schlechtweg nicht zutraut. Oder wenn ich eine Diskriminierungserfahrung habe, zum Beispiel, weil ich ein Freiberufler bin und immer wieder merke, die Kohle reicht nicht, ich werde immer prekär bezahlt. Das sind alles Dinge, die sollten wir mehr ins Auge nehmen. Dafür danke ich euch. Lasst uns streiten für mehr soziale, für mehr inklusive Gerechtigkeit. Ich bedanke mich.